Die AfD ist der parlamentarische Arm des Grundgesetzes. Wir sind die Partei der Freiheit und der Garant der Verhältnismäßigkeit. Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Virokratie. Herr Söder, Sie warnen uns ständig vor einem Kontrollverlust. Dabei sind Sie es doch, der vor lauter inszenierter Corona-Panik außer Kontrolle gerät. Das wissen Sie, und deswegen schlagen Sie jetzt auf jeden ein. Schlagen Sie auf all diejenigen ein, die Sie jetzt kritisieren. Tagtäglich ziehen Sie die Daumenschrauben enger. Ihre Folterinstrumente sind Kontaktverbote, Maskenpflicht, Sperrstunden, Alkoholverbote und zuletzt Lockdown wie in Berchtesgaden. Wenn Sie, wie eben angekündigt, die Maskenpflicht mit der Helmpflicht vergleichen, dann zeigt es, wo die Reise hingeht, nämlich auf eine Maskerade auf Lebenszeit. Fakt ist doch, Sie haben das bayerische Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist immer wieder eine Herausforderung, nach der AfD zu reden. Denn also der Realitätsverlust auf dieser Seite des Hauses ist unbeschreiblich. Wenn Sie sagen, Sie geben es wenigstens zu, dass Ihr gesundheitlicher Zustand nicht der beste ist, wenn Sie sagen, wir machen Sie krank vor lauter Angst und Panik. Also Angst und Panik ist der schlechteste Berater, und wenn Sie den haben, dann verstehe ich ganz vieles, was auf Ihrer Seite passiert. Und der Beitrag schlicht und ergreifend war in keinster Weise hilfreich und zeigt nur wieder einmal, wie weltfremd Sie letztlich sind. Denn, meine Damen und Herren, die Demokratie lebt. Und gerade hier in Bayern, in unserem Haus hier, lebt sie besonders. Wenn wir schauen, was ist eigentlich im letzten halben, dreiviertel Jahr passiert. Es gab eine Einigkeit hier im Haus, wie es uns nie zuvor gab, wo auch die AfD mitgestimmt hat bei den einschneidenden Maßnahmen, die man hier getroffen hat. Wir haben zwei Nachtragshaushalte beschlossen, haben das Infektionsschutzgesetz beschlossen, haben über 300 Anträge zur Pandemie behandelt, haben drei